Hi Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Wie schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Vielleicht fragt ihr euch gerade, warum ich so random in meinem Zimmer rumstehe, weil ich doch jetzt einen neuen Video-Hintergrund habe. Und die Antwort darauf ist, dass mein Video-Hintergrund momentan gestrichen wird, weil ich ihn einfach schön einrichten möchte. Und dann aber ab dem übernächsten Video solltet ihr dann meinen Video-Hintergrund auch sehen. Und zwar geht es heute wieder mal um das Lesen. Ich habe realisiert, dass ich schon seit 2 Jahren oder so, also 2021 habe ich gar keinen Lesemarathon gemacht, was ich echt krass finde, weil ich das eigentlich total gerne mache. Was ist ein Lesemarathon überhaupt? Ein Lesemarathon ist einfach ein Tag für mich, an dem ich ganz viel versuche zu lesen. Nicht, weil ich mir denke, ich muss lesen, sondern einfach, weil es mir Spaß macht und ich oft dazu nicht so viel Zeit finde und dann mir heute mal den ganzen Tag nur zum Lesen nehmen möchte. Beziehungsweise der ganze Tag wäre übertrieben, es ist schon 13 Uhr, aber den restlichen ganzen Tag. Ich habe 2 Bücher, die ich angefangen habe, aber noch nicht ausgelesen habe und die möchte ich heute erstmal zu Ende lesen. Einmal ist dieses Buch hier vom Dalai Lama, Be Angry. Es geht so um Wut und warum man Wut eigentlich nutzen kann. Und dann noch ein Roman, und zwar The Four Rules of Love. Ich lese ja nicht so viele Romane, aber den finde ich bisher eigentlich ganz gut. Da bin ich aber auch noch nicht so weit. Ich bin mega gespannt. Ich freue mich voll darauf und hoffe, dass ihr euch auch freut und auch darauf Lust habt. Und hoffentlich inspiriert es euch auch so ein bisschen selbst mehr zu lesen. Ich wünsche euch viel Spaß im Video. Let's go! So, ich werde jetzt tatsächlich das erste Buch hier direkt an meinem Schreibtisch lesen. Und zwar fange ich jetzt mit diesem hier an. Das hat auch nur, ich glaube, 130 Seiten ungefähr. Also es wird, glaube ich, relativ schnell gehen. Wir machen noch eine schöne Atmosphäre hier an mit der Kerze, obwohl es ja eigentlich hell ist. Also auch ein bisschen unnötig, aber egal. Und dann brauche ich noch meinen Stift, weil ich mir da mal Notizen mache. Aber in das Buch schreibe ich nicht rein, weil es von meiner besten Freundin ist und ich schreibe nicht in fremde Bücher rein. Soll ich mir lieber digital Notizen machen? Ja. Ich mache lieber auf meinem Laptop so viel besser, da Notizen zu machen. Das stimmt, Lara. Gute Idee. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Der in der Wut zum Ausdruck gebrachte Hass führt zu destruktivem Verhalten. Das in der Wut zum Ausdruck gebrachte Mitgefühl führt zu positiver Veränderung. Hier sind manchmal so richtig große Sätze einfach drin oder Leitsprüche, über die ich auf jeden Fall ein bisschen länger nachdenken muss, um sie so ganz grundlegend zu verstehen. Also deswegen brauche ich doch so ein bisschen länger beim Lesen, glaube ich, als ich eigentlich gedacht hätte. Vielleicht, wenn ich darüber auch gerne nachdenken möchte. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. Die Art von Bindung, derer wir uns entledigen müssen, hängt zusammen mit dem Begehren, das auf voreingenommenen Ansichten ruht. As they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. Also mit dem ersten Buch meines Lesemarathons heute bin ich fertig. Das war wie gesagt das Buch vom Dalai Lama, Be Angry, die Kraft der Wut kreativ zu nutzen. Und es ging eben darum, um die Fragestellung, ist die Wut wegen Ungleichheit oder soziale Ungleichheit, soziale Ungerechtigkeit, ist es buddhistisch, Wut zu fühlen? Denn eigentlich predigt man im Buddhismus ja die Gleichgültigkeit und dass man immer ruhig bleibt und Dinge einfach akzeptiert. Hier ist eben die Frage, ist es buddhistisch, wenn man sich dann aber darüber aufregt? Und die Antwort ist ganz klar, ja, es ist buddhistisch, es ist natürlich nachvollziehbar, wenn eben die Wut ein Mitgefühl ist für Leute, die eben unsozial oder ungerecht behandelt werden. Ich finde das Buch an sich gut, die Aussage war treffend und hat mich überzeugt und fand ich sehr sinnvoll. Ich muss dazu aber auch sagen, dass das Buch eigentlich nur eine Rede ist vom Dalai Lama, die er nämlich gesagt hat in Japan, glaube ich, um die dann ein japanischer Autor einfach so niedergeschrieben hat oder das Gespräch mit ihm oder so. Moment. Genau, ich glaube, es war ein Gespräch oder ein Vortrag. Und ich finde, man hat da total gemerkt, dass sich eben alles nur um diese eine Frage handelt. Also es ging wirklich eigentlich fast nur um den Buddhismus. Und ich fand auch, dass sich der Autor so sehr über die buddhistischen japanischen Mönche aufgeregt hat. Und ja, ich dachte irgendwie, dass es eher generell um die Wut geht. Also eine andere Wut wohl gar nicht thematisiert. Es ging nur die ganze Zeit um die Wut wegen einer sozialen Ungerechtigkeit, soziale Ungleichheit. Und ja, dafür ist es halt verständlich, gut und so. Aber man hätte das Buch einfach so in 2 Sätzen vorher zusammenfassen können, würde ich jetzt mal sagen. Und es lohnt sich, glaube ich, jetzt nicht, das zu lesen, wenn man sich für den Buddhismus nicht so interessiert. Aber dafür, dass es halt schon relativ kurz ist, war es ganz gut. Ich habe es jetzt in, ich glaube, 1-2 Stunden durchgelesen, deswegen es ging jetzt halt voll. Und dafür bin ich ganz froh, es gelesen zu haben. Freue mich auch darüber. Ich schreibe mal gleich meiner besten Freundin, weil sie mir nicht das Buch ausgeliehen hat und sie wollte meine Meinung dazu wissen. Ich wollte Sprachnachricht. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same
as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Leute, mittlerweile haben wir auch schon 17 Uhr, beziehungsweise ich glaube irgendwie 16.45 Uhr oder so. Und ich habe mich jetzt mal kurz umziehen. Wir haben gerade zum Mittag gegessen. Ich bin mit dem Roman jetzt fast fertig, aber ich habe jetzt irgendwie gerade so einen Energieschub. Und ich möchte mich jetzt kurz an meinen Schreibtisch setzen und noch ein etwas anspruchsvolleres Buch lesen, weil ich halt gerade noch irgendwie die Motivation dazu habe. Und danach eher, weil ich ein bisschen ruhiger bin, dann auch den Roman zu lesen, weil der halt sehr entspannt zu lesen ist. Deswegen erstmal überlegen, welches etwas anspruchsvollere Buch ich jetzt lesen möchte. Ich glaube, ich habe tatsächlich dieses Buch hier, Mindset. Mein kleines Update. Mittlerweile ist es 17.38 Uhr. Also ich habe jetzt, glaube ich, schon 40 Minuten gelesen. Wirklich geht's nach. Das Buch ist richtig interessant. Wirklich, ich finde es auch total gut. Und das toucht mich auch sehr, weil ich mich teilweise wiedererkenne in den schlechten Mindset-Gedanken, die man eigentlich nicht haben sollte, die man jetzt arbeiten sollte. Deswegen, ja, es ist super spannend, aber es ist halt wirklich deswegen auch etwas anspruchsvoller zu lesen, weil ich halt über jeden Satz so ein bisschen nachdenke und reflektiere und auch sehr viele Notizen schon gemacht habe und noch mache. Deswegen bin ich auch erst auf Seite 25 jetzt, also das ist halt schon krass 50 Minuten und dann nur 25 Seiten. Normalerweise wäre ich halt viel schneller, aber da ich halt immer darüber so nachdenke, brauche ich auch ein bisschen länger. Und deswegen weiß ich gar nicht, ob ich dieses Buch an sich an dem Tag heute schaffe, beziehungsweise überhaupt schaffen möchte, weil ich ja eigentlich Qualität über Quantität wertschätze, sehe. Aber ich werde es auch ein bisschen weiterlesen, wenn ich gleich ein bisschen müder werde oder nicht mehr so viel Energie habe, werde ich den Roman zu Ende lesen und mal gucken, ja, was ich heute noch so schaffe an den Sachen. Wir werden es mal sehen. Okay, jetzt geht's weiter. Everybody's chasing fast, they wanna be that someone on the screen at last. They ain't looking inside for their needs in life. They wanna be like by everybody in sight, but trust me, be. Okay Leute, ich bin jetzt auf Seite 31, ich werde eine Pause. Ja, also an sich freue ich mich sehr über das Buch, soweit bin ich bisher. Ich werde jetzt kurze Pause machen, dann vielleicht nachher den Roman weiterlesen, dann das mal lesen und mal gucken, wie weit ich komme. Es ist mittlerweile übrigens 18 Uhr. Hi Leute, ein kleines Update. Mittlerweile ist es schon 21 Uhr. Ich habe jetzt die ganze Zeit was anderes gemacht. Also ich habe erstmal meine Accountability Buddy Message für heute geschrieben. Dann habe ich gerade gegessen, mit meiner Familie einen Film geguckt und jetzt werde ich gleich noch zum Abschluss des heutigen Tages, weil es sind Ferien, habe ich das schon gesagt. Also ich mache das nicht an einem Frontag logischerweise, sondern es ist gerade Ferien. Und ich werde jetzt noch das Buch zu Ende lesen. Ich habe da noch so 100 Seiten. Da das Ganze hier aber ein Lesemarathon für 24 Stunden ist, werde ich dann morgen noch das andere Mindset-Buch weiterlesen wahrscheinlich. Und mich dann morgen noch bei euch melden. Ich habe da noch so, weiß ich nicht, 100 Seiten. Ich kann noch jetzt nachgucken. Bin jetzt auf Seite 233 und das sind, ja, 340 oder so. Weiter, ich würde sagen, wir sehen uns morgen. Tschüss! Hey Leute und guten Morgen. Mittlerweile haben wir schon den nächsten Tag und zwar ist es jetzt 11 Uhr
Und ich habe dieses Buch natürlich heute Morgen und gestern Abend noch so zu Ende gelesen. Also gestern Abend weitergelesen, heute Morgen zu Ende gelesen. Und ich werde euch jetzt mal ganz eine kleine Review geben, wie ich das Buch fand. Also das Buch heißt The 40 Rules of Love. Es geht hier um eine Buchkritikerin, eine Frau, die in einer unglücklichen Ehe ist. Sie hat 3 Kinder und merkt einfach, dass sie ihren Mann nicht mehr liebt und geht deswegen so ein bisschen auf die Suche nach einer Liebe, weil sie sich eben am Anfang ganz dagegen stellt und sich fragt, was Liebe überhaupt ist, ob man es überhaupt braucht und so weiter. Und dann liest sie eben ein Buch, was sie rezensieren muss oder bearbeiten muss, und der Autor schreibt eben ein Buch über Liebe. Und das ist ganz interessant, weil dieses Buch, was geschrieben wird, was sie rezensiert, ist auch inkludiert in diesem Buch. Das heißt, man hat hier 2 verschiedene Storys. Einmal die Geschichte von Ella, von der Frau, und dann noch die andere Geschichte innen drin. Ich glaube, ich hätte das Buch besser verstanden, wenn ich religiös wäre und auch irgendwie Arabisch könnte, weil hier eben noch einige arabische Wörter drin waren. Am Ende gibt es zwar ein Glossar, wo die Sachen erklärt sind, aber ich glaube, das wäre aber nochmal ein anderes Verständnis gewesen, wenn man das Ganze liest und mit der Geschichte oder mit dieser Poesie, die dort beschrieben wird, sich vertraut ist und sich besser auskennt. Und dann geht die Geschichte eben so weiter, dass Ella, die Frau, den Autoren kontaktiert und die sich dann so ein bisschen kennenlernen, weil eben sie von dem Autor wissen möchte, was Liebe ist und sich irgendwie zu ihm so hingezogen fühlt am Ende. Und dann sieht man da so ein bisschen ihre Entwicklung her, wie sie jetzt über Liebe denkt und so weiter. Aber ich möchte jetzt nicht zu viel spoilern, falls ihr das Buch auch noch lesen wollt. Ich würde es auf jeden Fall sehr empfehlen. Es war sehr schön, es hat mich sehr berührt am Ende. Es ist ein bisschen schwieriger in der englischen Sprache, würde ich sagen. Aber vielleicht ist es auch eher eine Challenge für euch und freut euch, wenn ihr vielleicht ein bisschen was Anspruchsvolleres lest. Ich fand es am Anfang sehr verwirrend, dass es diese 2 verschiedenen Geschichten waren, weil eben in diesen 2 verschiedenen Geschichten auch noch andere Perspektiven sind. Und deswegen war es am Anfang ziemlich schwer für mich, da reinzukommen. Aber nach einer Zeit ging es dann war es ziemlich spannend. Machen wir jetzt mal weiter mit diesem Buch hier, Mindset, Changing the Way You Think to Fulfill Your Potential. Und zwar ist das, wie gesagt, dieses Buch über das Mindset und erklärt so ein bisschen, wie wir unser Mindset ändern können, um eben unser volles Potenzial auszuschöpfen und die beste Version unseres Selbst zu bekommen. Und ich bin da, wie gesagt, noch nicht so weit gekommen, weil ich eben gestern diese 2 Bücher gelesen habe. Ich bin hier auf Seite, ich glaube, 40 oder 50 oder so mittlerweile. Aber es gefällt mir jetzt schon mal sehr, sehr gut. Ich habe noch keine Kritik tatsächlich, also ich habe irgendwie immer Kritik zu Büchern. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, dass das Video euch ein bisschen inspirieren konnte, eventuell oder motivieren konnte, mehr selbst zu lesen. Und ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Ich habe auf jeden Fall noch mehr Videos zu einem Lesemarathon, falls euch das auch noch interessiert. Und ich würde sagen, wir sehen uns bald wieder. Tschüss!